War die so gut? Die gehen ja auch wieder weg. 9,75. Wie vermutet, die höchste Wertung bisher. Und da müssen sich die anderen schon anstrengen, um das zu erreichen. Larissa Lukjanenko aus Minsk in Weißrussland ist die nächste, die versuchen wird, an diese Wertung von Maria Petrova heranzukommen. Also ihre Übung ist auch außerordentlich. Die Geschmacksfrage dann. Wahnsinnig. Also sie hat jetzt den Ball mit den großen Zehen eingekippt. Quasi, ja. Also aus ihr wird mal eine ganz große, ganz bestimmt. Also gestern ja bereits schon Dritte hier im Mehrkampf hinter Skandinav und Petrova. Das deutet schon darauf hin, dass auch in den nächsten großen internationalen Wettkämpfen sie mit vorne dabei sein wird. Manchen gefällt es nicht, aber ja, es ist außerordentlich. Das ist richtig. Ein bisschen Schlangenmensch-mäßig. Sie ist sehr beweglich. Das kann man sagen so. Larissa Lukjanenko aus Weißrussland. Also auf jeden Fall spektakulärer ist sie als die Petrova, aber... Mal schauen, was die Kampfrichter dazu sagen. Die Wertung für... Das schauen wir uns, glaube ich, noch mal in der Zeitlupe an. Kommt ein großer Wurf. Doppelte Genie-Drehung und dann eine tiefen Rückbeuge gefangen. Höchstschwierigkeit. Ja, den Kampfrichterinnen hat es noch ein bisschen besser gefallen. Auch Karin Ludwig.